Abend, ihr warmen Controller-Ködel. Willkommen zurück. Es ist ein wunderschöner Morgen in der Zone. Ich habe hier den übelsten Castaway gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe jetzt, hab jetzt erstmal Feuerholz gekauft, weil ich finde, hier in Jupiter ist das echt mager, was Lagerfeuer angeht. Du hast hier unten ein bisschen was im Dings und das war's. Ja, das ist irre. Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, das geht so nicht. Ich habe das probiert und ja, er ist zwar ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Ja, möchte schon. Also, ich kann das jetzt hier schlecht reinsetzen und so, ne? Ich hätte hier gerne ein bisschen Windgeschütz hingestellt, aber das darf ich nicht. Und drin ging auch nicht. Ich wollte es erst da oben kuschelig machen. Naja, egal. Hauptsache Feuer. Da habe ich mir einen Kaffee gekocht. Echt jetzt, hä? Boah, ich darf nicht. Ich muss aufhören, nochmal so lange zu quatschen. Oh, hoffentlich schaffen wir das. Aber ich glaube, das sollte ich eigentlich packen bis nach unten. Hoffe ich. Ist das gut? Ist das ein gutes Zeichen, wenn die Welt so leuchtet? Ja, ich weiß, Mann. Ich bin doch gleich da. Oh. Oh, nicht jetzt. Komm schon, Junge. Das ist übrigens völlig dumm, dass man da mal extra runterkriechen muss. Nur um da mit seinem Teamleader zu sprechen. Das hätte man auch anders lösen können, glaube ich. Ich meine, das ist okay so. Oh. Wir haben einen Topf gekocht hier. Rote Inge. So, er kommt ja mal angelaufen. Mal schauen, was er sagt zu unseren ganzen Daten, die wir gesammelt haben. Warum leuchtest denn du so? Wegen Strelox, Sir. Ich habe gedacht, du wurdest von Feinden gefangen genommen. Was hast du so lange getrieben? Ja, ich habe Strelox geholfen im Austausch gegen diese Information. Und genau, wegen den Mysterien der Zone. Okay, lass mich sehen. Unglaublich, das ist viel mehr, als wir uns erhoffen konnten. Es gab noch mal Cash, Alter. Oh, was erkennen Sie darin, Sir? Top Secret. Dokumente über Labore, komplexe Geräte, persönliche Erfahrungen, Beobachtungen über das Kraftwerk und den Wunschgönner. Das auch noch gut dokumentiert alles, der Herr Strelok. Und mir wird zu meiner geilen Arbeit geglückwünscht. Also sind wir erfolgreich. Was passiert jetzt? Es ist Zeit für uns, das Gebiet, also nach Hause zu gehen, das Gebiet zu verlassen. Die UN wird glücklich sein über unsere Resultate. Naja, lässt alle Squad Commander, also alle anderen Einheiten wissen, dass es Zeit für den Abzug ist. Und das machen wir so, wie wir gekommen sind, in kleinen Gruppen. Verstanden. Einige unserer Wissenschaftler und Soldaten, die hier Studien an den Anomalien durchführen und
Kontakte zu den Söldnern haben, bleiben, also dürfen länger bleiben. Ist das erlaubt? Naja, also nach dem Motto, kann ich schaden, später immer noch Kontakte zu haben. Irgendwann kann man das ja hier gebrauchen wieder. Und mir wird das auch diese Entscheidung überlassen, ob ich jetzt hier bleibe oder mitgehe. Krass, und damit ist das jetzt erledigt, weil ich kann jetzt nur Tschüss sagen oder mich wieder rausführen lassen. Oder mit ihm handeln. Ah, das war jetzt die Story hier mit den Leuten, ja? Das ist ja hart, Alter. Krass. Dann denke ich ja, also wir werden das jetzt gleich ausprobieren auf jeden Fall. Aber dass das dann nicht großartig anders verlaufen würde, wenn ich jetzt Drehlog sage, ne, diesen anderen Gesprächsverlauf, den wir zur Verfügung hatten. Das ist ja jetzt stumpf. Ja, dann lass das doch einfach mal machen, weil wir haben ja noch. Eigentlich müsste der Real Sportsman existieren. Also es ist jetzt so, ne? Es ist jetzt Feierabend. Hier sagt keiner mehr was. Wie stumpf das ist. Alter! Wo kommt die denn her? Habe ich die mit hochgeschleppt oder was? Alter! Was soll denn der Quatsch? Und er sitzt hier jetzt gemütlich auf seinem Hocker. Ey, krass. Kann ich hier noch ein Ding safe machen? Ach so. Ihr seht echt so eine Arschlöcher hier. Ich möchte das natürlich speichern. Mein mega krassen Erfolg. Ist so krass, das ist eigentlich eine Basis, ne? Aber ich darf nicht. Oh krass, mach da. Wie gesagt, wenn du Platz hast, wenn die Zone zur Verfügung steht, dann knallt er dir doch irgendwo hin. Nicht mal anmachen, ey. Das ist schon verbrannt, wisst ihr? So, dann knallen wir hier ein Safe hin. Und dann laden wir mal kurz die Situation mit Strelok. Ich denke, das wird ähnlich sein, ne? Nur, dass wir dann nackig im Wald stehen halt. Ja. Und dass wir dann quasi Deserteur sind, eigentlich. Wobei das ja auch keinem auffallen dürfte. Ja, und wenn der Typ uns sowieso schon fast für vermisst gehalten hat. Oder für gefangen genommen. Srela, komm mal her, wir müssen hier mal plauschen. So, wir sind jetzt sicher. Aber nach all dem bin ich mir nicht sicher, ob ich die Information dahin bringen will. Hast du andere Gedanken? Ja, bezweifelt, dass die UN diese Information für Gutes einsetzen wird. Weil die ja sowieso schon am maximalen Krafthebel sitzen quasi. Er muss selbst mehr über die Zone erfahren, bevor ich da eine Entscheidung treffen kann. Sein eigener Stalker werden. Ich verstehe das Gefühl, mehr als du dir vorstellen kannst. Warte mal.
Mayans kurz für nicht so intelligente. Ja, also er meint das tatsächlich so, wie ich meinte, ne? Am Ende wird er vielleicht erwischt wegen Fahnenflucht. Wenn da liegt, das ja ironischerweise an den Dokumenten, die er schon bereits hingebracht hat. Sie könnten, also diese Dokumente, die wir abgeliefert haben, die könnten zulassen, dass die UNESG eines Tages mit voller Kraft in die Zone eindringt. Hält okay, ja. Naja, und Zrelok ist halt auch skeptisch, was das angeht, wenn man jetzt diese Daten da abgibt. Krass, und er meinte halt noch, er könnte halt seine Kontakte zu den Stalkern nutzen, um dem Militär einen Hinweis zu geben, dass die Kräfte, also unsere Kameraden, quasi nicht mehr die Zone so einfach verlassen können. Er bedankt sich aber, er möchte nicht, dass seine Kameraden verletzt werden. Okay, das ist vielleicht noch ein anderer Weg. Er empfiehlt uns Besuch in Rostock oder Saturn. Für einen freien Stalker gibt es dort immer Arbeit. Man kann sich da verstecken. Wer weiß, vielleicht kannst du dort sogar mal Freunde finden. Okay, ja, alles klar hier. Werden wir uns wiedersehen? Na, höchstwahrscheinlich nicht. Den hatten wir schon den Satz, ne? Er wird jetzt also alte Freunde beerdigen und anderen Hallo sagen und dann untertauchen. Okay, alles klar, Strelok. Vielleicht sieht man, ja, vielleicht sieht man sich bei einem Picknick am Wegesrand. Ja, sehr schön. Guck mal, jetzt bin ich den freien Stalkern beigetreten. Meet the Beard. Okay. Bin natürlich trotzdem weiterhin verkleidet als. In Ordnung. Also ich glaube, ich finde das jetzt besser an sich, ne? Wobei es eigentlich keinen Unterschied macht. Und jetzt möchte er, dass wir bei Beard mal vorbeischneiden. Das ist natürlich ganz weit weg. Na komm, die Schnellreise gönnen wir uns mal. Mal gucken, was Bier zu uns zu sagen hat. Ich denke mal, jetzt werden wir so mit zwar größeren Quests versorgt, aber storytechnisch, glaube ich, geht es da jetzt nicht in irgendeine Richtung weiter, ne? Ich denke, unser Ding ist getan und jetzt hat man die Möglichkeit, einfach als Stalker weiter durch die Zone zu streifen. Und noch epischer und noch geiler zu werden. Irgendwas hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob sie mein Field of View-Dings verändert hat. Das sieht ganz eigenartig aus, finde ich. Ich sehe einfach einen Knick in der Optik. Ja, die Chimäre war nicht schlecht gerade. Das macht mir ja immer noch irre. Wie spät ist denn das hier schon wieder? Übel die Sonne untergegangen. Oh, schön. Dose Mais. Wo ist das Versteck? Oh, schon wieder so ein Ding, ey. Kann man die zerlegen eigentlich? Okay. Na gut. Gucken wir mal noch kurz unten bei Bier vorbei.
Frage ist so, Leute, was machen wir denn danach? Ich meine, schön und gut, ne? Dass man hier jetzt weiterlaufen kann, aber... Wir haben ja mit dem Charakter hier schon wieder fast alles erreicht. Die sind auch immer wieder da, ne? Clowns, die sich da immer wieder so offen auf den Präsentierteller setzen. Na, ich letztens noch so ein bisschen mit dem Dings rumgespielt, mit der Konsole, also mit dem Debug-Menü. Und Alter, ey, was man da auch für Viecher spawnen lassen kann, ne? Diesen komischen Bibliothekar von Metro. Und dann habe ich aus Versehen da so ein Ding von hingestellt. Ich habe den nicht tot gekriegt. Ich habe den so voll gepumpt mit meiner KS. Und ich glaube, Strelok ist auch noch mit rumgerannt. Der hat auch noch drauf geschossen. Hat überhaupt keine Rolle gespielt. Der ist immer weiter. Der hat auch angefangen zu humpeln irgendwann. Er war einfach unschlagbar. Hallo. Ich habe nebenbei noch einen Job erledigt. Und ich habe noch einen Job erledigt. Erzähl mir, wie das Leben hier ist. Zur Arbeit. Ja, nice, Alter. Es geht jetzt der Sache wirklich nur darum, hier weiter rum zu dingeln. Und die Zone weiter kennenzulernen. Das ist echt, er ist der Einzige, der hier Task für uns hat. Mit halt für ein Gerücht. Darauf erstmal eine Dose Bohnen. Grab und Goyle. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. А эту муницию muss ich gerade kaufen. Kein Bock schon mehr, die Taschen so voll zu haben. Wir werden noch kurz zu dem Mechaniker rennen, noch ein bisschen meinen Kram loskaufen hier. Loskaufen. Könnt ihr euch mal merken. Eine ganze Menge Zeug zum Loskaufen hier. Hier, zack, zack. Da, 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 da. Hier, die Scheiß kannst du auch haben. Hoch. Die Pakete liefere ich natürlich ab, weil ich ein Sammler bin. Ein Horter. Wie müde bin ich denn? Alter, meine Dose Bohnen hat der Janusz gebracht. Sind denn eigentlich meine Verstecke, die nur für meine Fraktion gelten, noch da? Nein, nur auf zu flennen hier. Ein bisschen Strahlung. Weil ich hatte hier oben... Guck mal. Gegner. Er ist weg jetzt, ne? Krass. Ich gehöre jetzt offiziell, deswegen habe ich auch... Oder hier. Okay. Na gut. Also dann gucken wir mal noch, wer sie da rumtreibt, oder? Und dann müssen wir uns das einfallen lassen, wie wir weitermachen. Ich meine, ich habe da natürlich noch Interesse. Ich habe ja noch eine Mod mir runtergeladen. Für feschere, naja, Stalker-Outfits und so. Aber die kann ich nur mit einer neuen, frischen Installation aktivieren. Aber nur deswegen müssen wir jetzt ja nicht anfangen, nochmal Stalker zu spielen. Nein, Stalker kann man immer spielen, aber... Ich habe mich auch schon angefangen, nebenbei mit Fallout 4 zu beschäftigen und das Stalker ähnlich zu machen. Aber ihr wisst ja, wie ich mich mit Mods anstelle. Und ich bin der Sache richtig hart auf dem Weg. Ich war übel energisch, aber es scheitert an einer kaputten Datei, die man sich anscheinend immer wieder kaputt runterlädt, egal von wo und egal wie oft. Und ich komme da einfach nicht weiter. Das ist so ärgerlich. Da hätte ich auch Bock drauf gehabt, auch wenn ich das Spiel an sich nicht so stark fand, aber mit coolen Mods, glaube ich, kann man sich das gut nochmal geben.
Also vom Gameplay her ist das ganz nice. Die sind da drüben, meine Gegner, ne? Muss genau da an dem Teil mit der Leitplanke sein. Steht ja was von Eindringlinge beseitigen. Oh. Ah, das sind doch bestimmt hier scheiße Zombies oder so eine Kacke, oder? Die sind genau hinter dem Busch. Ah, das sind meine eigenen Leute. Nee. Warte mal. Wie engartig ist denn das jetzt, Alter? Ich bin ja jetzt. Aber das wissen die ja noch nicht, dass ich dieser Tür bin. Hier, bitte. Nimm alles, was ich habe. Das, das war jetzt, weil ich hab gedacht, ich kann den noch wen umlegen. Das ist krass, dass wir das alles jetzt einfach fertig haben. Ich meine, klar, ist ja eine Sandbox, ne, letztendlich. Kann man sich hier ewig rumtreiben. Es hört niemals auf. Ich finde irre, dass wir nicht einmal zum Kraftwerk mussten. In irgendeiner Form. Na gut, Leute, ich muss mir dann wohl was einfallen lassen, wie wir hier demnächst weitermachen. Will das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen, ist Quatsch. Und dann sehen wir uns ja wieder in einem anderen Projekt oder nochmal zu was Stalker-ähnlichem. Vielleicht finde ich ja doch irgendwas Cooles. Es gibt ja auch noch andere Mods, aber ob das wieder was wird, bis Stalker 2 rauskommt, das weiß ich nicht. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen, wie ihr das Ganze fandet jetzt. Pulitzer Preis hat es jetzt nicht verdient, aber es hat einen Zweck erfüllt und nochmal einen kleinen anderen Blick auf diese Fraktion geschmissen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, bis dahin.